So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Heute ist Donnerstag, ich nehme das kurz auf und das wird wahrscheinlich die kürzeste Raid am Mittwoch-Folge werden, die wir die ganze Zeit hatten. Ihr seht, schon wieder andere Location. Heute sitze ich, habe langsam die Nase voll, es wird immer schlimmer, es macht langsam echt alles keinen Bock mehr. Deswegen setze ich mich heute hin, weil ich nicht mal mehr Kraft habe zu stehen. Möchte das mal jetzt ausprobieren, auch nicht mit der alten Canon-Kamera, sondern mit der GoPro. Und ja, im Sitzen ist das eigentlich angenehm, aber da drüben geht das nicht so gut und das war sonst immer so dunkel. Wir machen das jetzt einfach mal so, dann müsste die Qualität auch ein bisschen besser sein. Euch ist es vielleicht zu hell, wir probieren das jetzt aus. Ihr könnt ja dann sagen, was ihr besser fandet, das von der letzten Folge als Location und den Look oder so, wie wir das machen. Natürlich habe ich jetzt die ganzen Dateien nicht mehr, muss alles neu machen, mir die ganzen einzelnen Musikstücke wieder zusammensuchen, weil das auch ein anderes Programm dann ist, womit ich das dann schneiden muss und kann, und das ist auf jeden Fall immer Aufwand, den keiner sieht, aber schauen wir mal. Wir wollen auf jeden Fall jetzt die Highlights der Woche zeigen und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Hintergrund läuft gerade die Meile, die gerade geschnitten wird. Das können wir ja mal kurz zeigen. Da ist die Meile, da ist der Thomas, der isst gerade seinen Döner. Und da bin ich gespannt, das wird vielleicht am Freitag kommen. Jetzt aber die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Baloo, der zeigt uns seine Ausbeute vom Quest Day mit Flunschlag. Habt ihr einen ganzen Haufen mitgenommen. Da unten sehen wir auch noch ein paar Lavita Crypto Shinies. Die hat aber, glaube ich, in der letzten Folge schon gezeigt. Und die Flunschlägs sind jetzt halt neu dazugekommen. Dann habe ich ein Los bekommen, versteht ihr? Ein Ticket fürs weltweite GoFest von Shenaya. Am 27.04. 15.59 Uhr. Und obwohl ich schon eins hatte, habe ich plötzlich noch ein Ticket bekommen von Jason am 28.04. um 16.44 Uhr. Die haben also beide für das Ticket bezahlt, aber ich konnte ja nur ein Ticket kriegen. Das sieht man mal wieder, was Niantic wieder loslässt, was bei denen alles so abgeht. Dann haben wir den Tobias, ne? Vielleicht ja was für Raid am Mittwoch, hat den Legend-Rang erreicht. Glückwunsch dazu. Dann Joel mit einem Quiekel aus der Fotobomb. Dann haben wir Kaiser Kai, eine Sache weniger, um die ich mich kümmern muss, wenn das Mega kommt. Shiny Flunkiefer hier mitgenommen. Tiso erreicht Level 50 mit 152 gewonnenen Raids. Glückwunsch dazu. Shenaya aus einem Tausch mit mir. Haben random irgendwas getauscht. Bei ihr ist es irgendwie lucky geworden. Danke von Mary. War das random oder war das ein... Doch, es müsste ein random Tausch gewesen. Waren die Glücksfreunde? Nein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir irgendwas getauscht und sie hat einen 100% Glücks-Mautzinger bekommen durch Zufall. Ihr werdet heute auch sehen, ich muss jetzt nochmal dazu sagen, weil ja alles verkackt ist, es wird nicht nur die kürzeste Sendung, es wird auch die unspektakulärste Sendung sein, die wir je hatten, da, wenn keiner mehr spielt, eben keiner mehr Ausbeute hat und ohne Ausbeute keine Einsendungen und ohne Einsendungen keine Sendung mehr. Aber das seht ihr gleich. Ihr werdet nämlich sagen, wow, das war ja heute alles Mist. So, dann seid ihr auf meinem Level angekommen, alles blöd zu finden. Bobserob, Tangela beim Versuch, sich als Legios zu verkleiden. Das fand ich sogar noch cool, beziehungsweise witzig. Die drei Tangela hintereinander. Borki hier auf dem kleinen Account wollte eigentlich nur meine Feuerkonda verstärken. Hat sich da was getradet und jetzt ein 100% Regiram in Glücks bekommen. Auf jeden Fall fett. Selal zeigt uns hier Baumboll aus dem Tausch erhalten. Dann Rettan in Glücks aus dem Tausch erhalten. Zubat in Glücks aus dem Tausch erhalten. Alles 100er. Weil die Sendung so kurz ist, habe ich noch ein paar Witze mit eingebaut. Auch von Selal. Unser Nachbar erzählt, du verfolgst Leute auf dem Fahrrad. Der lügt, ich habe gar kein Fahrrad. Den fand ich gut. Frauen, bin ich zu dick? Nein, du bist schön, so wie du bist. Männer, bin ich fett? Alter, ich kenne 5 fette Leute. Du bist 4 von ihnen. Denkt mal drüber nach. Der Sohn meiner Nachbarn heißt Sören Hagen. Ich kenne ihn aber nur vom Hören sagen. So, weiter. Ich, wenn ich den Strohhalm beim McDonald's Becher rein und rausschiebe. Das Geräusch kennt ihr vielleicht, aber hat sich ja nun erledigt. Angeblich gibt es ja jetzt keine Strohhelme mehr. Jetzt gibt es ja nur so einen komischen Pappdeckel. Zurück aber zu den Highlights. Moment, Selal, hier. Shiny
Dicter aus Selm gefunden. Genaya zeigt uns. Shiny Quapsel, Mangunior, Schallquap, 100er Dussel Gur im Doppelpack und 100er Robball mitgenommen. Pogehanda, 100er Kriegel, 100er Dicter. Wieso kommt das jetzt da rein? Ich denke, ich habe das Internet ausgemacht. Für Raid am Mittwoch, 100er Quiegel, 100er Dicta, Andy, 4-Bag, PvP-Belohnung, Shiny Labras. Nicht das mit der Schleife, aber ein normales Labras in Shiny. Trotzdem soll es erfüllt bei Margo FedEx. Nach ca. 15 Raids, glaube ich, hat er geschrieben, das aktuelle Genesekt in Shiny bekommen. Ich habe es noch nicht. Ich habe gestern 5 Raids gemacht, plus den täglichen sind 6. Plus den am ersten Tag sind also 7. 7 Raids habe ich bisher gemacht, kein Shiny bisher. Der erste, den ich gemacht habe, Kaiser Kai, der hat es direkt bekommen. Da macht es auch gleich Luftsprünge. Guckt euch mal an, wie das da fliegt. Lecci für Ram, Ramurks, Shiny Krypto mitgenommen. Frage an die Zuschauer, soll ich meine 2 Giovanni Radare aufheben oder jetzt schon benutzen? Jetzt ist ja eh nur Regi Eis drin. Würde ich eigentlich nicht holen. Also ich wollte es holen, weil ich ja einen 100er wollte. Also da durchs Erlösen vielleicht einen 100er mir holen, hat ja nicht geklappt. Aber ich würde es aufheben, bis da mal Rayquaza, Krypto Rayquaza oder irgendwas kommt. Oder Krypto was auch immer. Krypto Kyoke, Krypto Groudon. Das sind doch auf jeden Fall fetzige Sachen. Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich es an deiner Stelle aufheben. Aluhut, Shiny Geronimatz mitgenommen, Shiny Mangunior, Shiny Fedilu, dann Shiny Habitak, Sandan und Mediti, Shiny Driftlon, das Bild ist alles ein bisschen dunkel, Shiny Unratytox, Shiny Nagelotz, Aero Kacksprühl, Kamaub, Gramurks in Krypto Shiny, Alexander Ahringer, C-Day Classic Ausbeute von Quiegel, 4 Shinies gezogen, wo 160 ist nicht von C-Day und das erste entwickelte Mammutel mit WP2436 ist von Dezember C-Day 2019. Mann, der Milo hat schon wieder geschrieben. Alexander Ahringer, nochmal, um die Sendung zu füllen. Wenn man jetzt auf einmal 2 Arenen bei sich zu Hause hat, für Raid am Mittwoch. Das hatte ich in Hibu auch, aber wir sind nicht mehr in Hibu und deswegen finden wir auch den Daniel Schilling nicht, den der Alex auch schon wieder gefunden hat. Er verfolgt den ja immer, also immer wenn er den in der Arena sieht, macht er ein Bild und zeigt uns das. Dann der Sören vom Hörensagen zeigt uns die Eisbucket Challenge mit Pokémon und eigentlich sind alle kaputt, bis auf Pikachu. Also dem geht's irgendwie am besten, weil das ist halt Pikachu. So, fertig, weiter. Paco, Shiny, Dicta, Evoli, Bonita, Bitora mitgenommen. Paco, 100% Oberhausen mitgenommen. Dann haben wir den Heiko mit einem 100er Riolu getauscht, nee, gebrütet. In Budapest, meine alte Heimat, das finde ich richtig genial. Das ist nicht gerade Hibu gesagt. Ja, Heiko zeigt uns auch, wie es uns allen geht. Wir vermissen das Dreier-Bundle Fanrate-Pässe mit 250 Coins. Das war das Beste. Hier stehen übrigens Mau-Mau-Karten von Legoland. Grüße an Pablo an der Stelle. Aber der Hafer Expression. Das war ja richtig komisch, das wollte ich upscreen. Dann habe ich die einzelnen 4 Bilder angeklickt. Dann habe ich gedacht, ach nee, ich mach's ohne groß, ich mach klein. Und dann wurde das eine nicht mehr angezeigt und hat nicht mehr geladen. Ihr seht hier auf jeden Fall 1440 Shiny, 1436 Shiny, 1437 Shiny, aber gebrütet. Das andere kam danach und davor. Hier, das ist das erste Bild. Oh, 4 Shinies hintereinander und währenddessen noch ein Shiny Togepi gebrütet. Vielleicht ja was für Raid am Mittwoch. Und dann wollte ich hier gucken, 1417... 1421, dann käme 1437, 1436 und dann eben 1440. Also 4 Shinies hintereinander aus den Quests. Eigentlich müsste das der Schocker der Woche sein, wenn du wirklich die Quests abholst und 4 Shinies nacheinander kriegst. Plus dazwischen den Togepi gebrütet, haben wir es wieder falsch gemacht. Lenz Hart zeigt uns seine Ausbeute. Wieder ordentlich Shinies am C-Day, doch wieder die Frage, wohin mit den ganzen Shinies? Lenz Hart, da mache ich jetzt einmal Eberhard Schmidt mit rein, wegen dem Dex-Eintrag Shiny. Glückwunsch, haben viele nicht bekommen. Da macht man den Abenteuerrauch an und als allerletztes kommt ein Shiny Nagelotz. Lenz Hart, das Glurak, stürzt sich auf das Genesekt Solo. Glückwunsch dazu, jedem, der das probiert hat, Genesekt im Solo zu machen. Dann, wo ist der Ball? Hab das Video nicht geschickt.
Ball ist weg. Habe ich, glaube ich, die Woche schon mal was gesehen, wo einer auch einfach keinen Ball hatte. Daniel Chui zeigt uns hier, wie das Fragoso entstanden ist. Das ist sogar eine Legende. Da gibt es sogar Berichte darüber, dass viele Leute sagen, dass das vielleicht von... gibt's gar nicht. Seit wann geht's denn um Glumanda? Die sagen doch immer, das ist eigentlich von Kangama, das Baby. Und die Mutter vom Kangama ist gestorben und dann hat er den Schädel aufgesetzt, der auf ihm drauf ist. Und ja, weil der hat ja sonst komplett seine Farbe einfach geändert. Ja, da hat er mich aber ein bisschen ausgetrickst jetzt. Brainy Stendal, ausgebrütet, Shiny Azuril. Dann Dandro hat uns gezeigt, ich kann nicht mehr. Julian Vogt ist im Fanchat unterwegs und offen für Sex. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt ihn mal an und fragt mal, wie viel. Das Skandalpara hier, 100% Kabutoro noch mitgenommen. Kalito, jetzt habe ich alle drei. Teddy Ursula wieder, Kramurks, alle als Krypto-Shinies mitgenommen. Feuerwehrfra mit dem 100er Mammut-Tell und auch hier noch 5 Shinies vom C-Day. Das waren schon die Highlights der Woche. Da war jetzt nicht so der Fuchs drin, aber wir haben ja immer noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Tobi! Nee, warte, von Milo Top! Das ist der Schocker der Woche, nee, der Tobi. Das ist aber jetzt Schocker der Woche, oder? Ja, da wollen wir mal nicht so sein und geben dir den Schocker der Woche. Der hat nämlich eine Nachricht vom Schilling bekommen. Ja? Hey Tobi, danke erneut für das Ticket. Habt ihr wieder ein Shoutout im Video gegeben? Lustige Grüße. Und das ist der Schocker der Woche für mich persönlich, weil ich 2016 Schilling schon angeschrieben habe und habe bis heute keine Antwort bekommen, keine Reaktion und keine Möglichkeit, mit ihm irgendwo in Kontakt zu treten. Außerhalb von Twitter. Ich habe damals Facebook ihm geschrieben bei seinem normalen Dings, dann in Gruppe rein, dann habe ich Campfire, habe ich Kontakt aufgenommen. Was sagen die Leute, der hat gar keinen Campfire, Campfire. Also wenn ihr den Schilling mal zuspammen wollt mit irgendwas, ne, nutzt Twitter. Ihr seht, das scheint zu funktionieren. Ansonsten war's das mit der kürzesten, unspektakulärsten, gelangweiltesten und sitzendsten Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Gefällt euch trotzdem die Location? Wollen wir das vielleicht im Sitzen machen? Mir kommt so vor, als würde ich im Sitzen irgendwie trotzdem mehr Power haben und bin gerade wieder ein bisschen aufgewacht, weil vom Fenster fühle ich mich immer so beobachtet und hier wirkt die Qualität vielleicht auch besser mit der GoPro, auch wenn der Ton wieder ein bisschen anders ist. Schreibt mal rein, vergleicht mal die letzte Folge und diese Folge und dann sagt mal, ob wir das in Zukunft so machen wollen. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und da habe ich gerade einen Hannes im Hintergrund gesehen noch mit der Pfeffi-Flasche und das kommt dann am Freitag 20 Uhr als Premiere. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.